ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute möchte ich euch wieder ein leckeres Rezept zeigen mit Mohn, und zwar Mohnzopf. Ich habe euch hier gesagt, ich esse ja sehr, sehr gerne Mohnkuchen, alles was mit Mohn gebacken wird, und dieser Mohnzopf ist auch richtig super lecker geworden. Ich habe die Füllung besonders ein bisschen mehr genommen, weil ich das so gerne mag. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, 80 Gramm Butter, 250 Milliliter lauwarme Milch, ein Päckchen frische Hefe, ein Ei, 80 bis 100 Gramm Zucker. So, ich mache jetzt eine Mulde und gebe die frische Hefe in die Mulde rein und gebe dann ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch darüber, damit Hefe sich auflöst. Und ein bisschen Mehl darüber und lasse es dann so ungefähr 10 Minuten gehen. So, nach 10 Minuten werde ich dann die anderen Zutaten einfach mit hineingeben. Salz einfach an die Seite, damit das mit dem Hefe nicht in Berührung kommt. So, jetzt lasse ich den Teig an einem warmen Ort eine halbe Stunde gehen. Für die Füllung habe ich eine Packung Vanillepudding einfach nach Packungsanleitung gekocht und auskühlen lassen. Ich habe aber ein bisschen mehr Zucker hineingegeben als angegeben. Dann habe ich eine Packung Sultanien und 200 Gramm Mohn gemahlen. Und ein Ei. Jetzt werde ich alles miteinander vermischen. So, jetzt werde ich den Teig einfach ausrollen zu einem Rechteck. Also ich mag ja wirklich sehr, sehr gerne mit viel Füllung. Viele machen wenig rein. Ihr könnt natürlich auch weniger Füllung hineingeben, aber ich mag das so lieber. Weil nach dem Backen merkt man von der Füllung fast gar nicht mehr, wenn ihr zu wenig drin habt. Vielleicht ist das bei mir viel zu viel, aber wie gesagt, ich mag das gerne so. Ihr könnt natürlich auch weniger Füllung hineingeben. So, jetzt werde ich den Teig einfach in die Länge einrollen und schneide meinen Teig einfach in zwei Teile. So, dass ich dann daraus einen Zopf machen kann. Das ist natürlich ein bisschen schwer, jetzt diesen Zopf zu machen, aber geht alles. Und dann könnt ihr unten einfach das Ganze festbinden. So sieht das dann aus. So, jetzt gebe ich meinen Zopf auf ein Backblech. So, jetzt könnt ihr den Zopf, wenn ihr möchtet, mit Eigelb bestreichen. Und dann kommt er bei 160 Grad 20 bis 30 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit werde ich den Guss vorbereiten, weil auf das warme Gebäck wird dann gleich der Guss drüber gestrichen. Ich habe jetzt einfach Puderzucker mit Frischkäse und ein bisschen Zitronensaft vermischen. Das muss dann so dickflüssig sein, also darf nicht flüssig sein.
Deswegen immer vorsichtig nach und nach Zitronensaft hineingeben. So, ich habe den Mohnzopf jetzt aus dem Ofen rausgenommen und werde auf den noch warmen Zopf einfach den Guss bestreichen. So, und lasse den Zopf einfach auskühlen und dann essen wir natürlich. So, fertig ist mein Mohnzopf. Der ist richtig lecker, das weiß ich, weil ich mache den so oft. Und wie gesagt, ich mache immer mit viel Füllung. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen weniger hineingeben, wenn das für euch zu viel ist. Für mich ist das perfekt. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Im Laufe der Zeit werde ich euch noch einen Nusszopf zeigen, welches auch richtig super lecker schmeckt. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren dieses Rezeptes und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Und auf meinem Kanal Meine Rezepte findet ihr diese beiden leckeren Rezepte, Idschli-Köfte oder Frikadellen im Ofen mit Gemüsefüllung. Ihr braucht nur auf die Rezepte drauf zu klicken, dann gelangt ihr sofort auf diese Rezepte. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du den jetzt abonnieren. So, fertig ist mein Mohnzopf. Der ist richtig lecker, das weiß ich, weil ich mache den so oft. Und wie gesagt, ich mache immer mit viel Füllung. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen weniger hineingeben, wenn das für euch zu viel ist. Für mich ist das perfekt.